und Action! Cut! Etage TV! Hallo und herzlich willkommen bei Etage TV. Dieses Mal ist unser Thema Zauberei und Zirkus. Wir waren in einem Zirkus und haben Artisten interviewt. Außerdem treffen wir den weltberühmten Magier Florian Zimmer. Und nun tretet ein in die zauberhafte Welt von Zauberei und Zirkus. Komm mit! Ladies and Gentlemen, lassen Sie sich in die fantastische Welt der Illusion entführen. Wir dürfen ihn vorstellen, Florian Zimmer. Er ist extra zu uns in die Tasche gekommen und musste uns viele, wirklich viele Fragen beantworten. Oder hast du gesagt, in? Also ich habe angefangen im Alter von 10 Jahren und es war so, es war ein Zauberkünstler, der aufgetreten ist auf dem Geburtstag von meiner Mama und der hat so klassische Illusionen gezeigt, also so ein Häschen aus dem Zylinder gezaubert und solche Sachen und ich bin da gesessen als Kind und ich fand das so toll und habe ich mir gedacht damals, genau das mache ich auch. Haben Sie manchmal Lampenfieber? Ja, also ganz oft. Ich habe Lampenfieber, klar, ein Herzklopfen und insbesondere eben, wenn ich eine neue Illusion zeige. Weil du musst dir vorstellen, also mein Thema ist, neue Illusionen zu erfinden. Und wenn du das erste Mal zeigst, eine neue Illusion, dann weißt du ja gar nicht, ob das ankommt beim Publikum oder ob überhaupt das, wie ich es geprobt habe und auch die Tricktechnik, wie ich mir das wünsche, ob das dann genauso funktioniert oder ob die Zuschauer überhaupt den Trick verstehen. Haben Sie sich das Zaubern selber beigebracht oder hatten Sie einen Lehrer? Also ich muss sagen, als ich angefangen habe mit der Magie, da hatte ich überhaupt keinen Zugang zu den Illusionen. Ihr müsst euch vorstellen, also als ich 10 Jahre alt war oder auch dann, als ich dann in eurem Alter war, da gab es ja noch kein Internet. Und ich musste mir irgendwie selber dann diesen Zugang erst, also mühsam in einem Puzzleverfahren erarbeiten. Und ich habe dann glücklicherweise in Ulm, in der Stadtbücherei, 2 Zauberbücher gefunden und die habe ich dann studiert und habe dann aber relativ früh angefangen, meine eigenen Illusionen zu erfinden. Und das, was ich eben heute auch mache oder wovon ich jetzt profitiere, dass ich eben nicht so viel gelesen habe, sondern immer auch eigene Ideen hatte. Oder wenn ich dann jemanden gesehen habe im Fernsehen, habe ich mir überlegt, wie macht er das und wie ist die tricktechnische Lösung dahinter. Wow, wie geht denn das bloß? Wir sind schwer beeindruckt von diesen Zauberkünsten. Wir haben gelesen, dass Sie ein Zaubertheater in Neu-Ulm bauen wollen. Wieso ausgerechnet in Neu-Ulm und nicht in Las Vegas? Ja, also das habe ich auch gelesen, mehrfach sogar inzwischen. Und ich freue mich auch, dass die Presse da so toll drüber berichtet. Also es gibt mehrere Gründe, warum ich das Theater Neu-Ulm baue. Also erstmal bin ich Deutscher, ich komme aus Ulm und Ulm ist meine Homebase. Und alles, was ich hier gemacht habe, hatte immer großen Erfolg. Und der Erfolg, der war einfach dadurch auch, glaube ich, begründet, dass ich hier nicht alles alleine machen muss. Ich habe hier ganz tolle Menschen um mich herum. Und der Gag von dem Theater ist, es ist ein kleines Theater. Also wir haben jetzt nicht so eine riesen Sitzplatzanzahl. Und du kannst dann meine Show, die eigentlich auf der Tournee oder auf den großen Bühnen in der ganzen Welt zu sehen ist, in einem intimen Setting anschauen. Also ein intimer Rahmen, aber trotzdem die großen Illusionen, du bist so nah dran. Also auch in der letzten Reihe bist du eigentlich noch näher dran, als wenn du irgendwo in so einer Arena die Show sehen würdest. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Ich gehe erst an den Start mit einer Show, die heißt Meet the Magic. Und dann habe ich mir vorgenommen, im Anschluss an diese Show eine neue Show zu kreieren, die ich jetzt nebenher schon so ein bisschen entwickle. Und diese Show heißt Ulmglaublich. Wie war es, berühmt zu werden? Also ich denke nicht, dass ich berühmt bin. Okay, ich habe so ein bisschen vielleicht einen Bekanntheitsgrad hier, insbesondere regional. Aber Magie ist ja immer noch eine Nische, würde ich sagen. Verstehst du? Und dass du da so mega Break hast und dass dich wirklich jeder kennt, dafür werden noch einige Jahre ins Land gehen. Und es ist auch nicht meine Motivation, dass ich es mache, weil ich irgendwie berühmt werden will. Ich möchte eine geile Show machen. Ich möchte etwas machen, was die Menschen fasziniert. Und ich möchte der unglaublichste Magier mit der unglaublichsten Zaubershow sein, die Menschen jemals gesehen haben. Und darauf arbeite ich hin. Und da muss ich natürlich auch ab und zu mal ein Interview geben, wie mit dir jetzt zum Beispiel, dass dann noch mehr Menschen mich sehen können und dann hoffentlich in die Show kommen und dann mich vielleicht kennenlernen. So, Maya, trocknen lassen. Ich habe nur so einen dicken Stift. Das darf ich ja nicht sagen. Natürlich sind es verknete, was sonst. Also die meisten sagen ja, wird schon irgendwie gehen. Wo wird noch mit Kunststücken, Akrobatik und auch Zauberei für Unterhaltung gesorgt? Richtig, im Zirkus. Wir wollten schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen eines Zirkus werfen. Deshalb haben wir in den Ferien einen besucht.
Vor der Vorstellung treffen wir den Zirkusdirektor, einen Artisten und den Tierdoktor Venu Mendes, der sich gerade im Stall um seine Tiere kümmert. Wie machen Sie es, dass die Tiere das machen, was sie in der Manege sollen? Das ist ein langer Prozess. Man muss viel üben mit den Tieren und mit viel Belohnung. Man muss die Übungen immer wieder wiederholen, dass die Tiere auch verstehen. Man muss es öfters zeigen. Und sobald die Tiere ansetzen zu dem, was man zeigt, muss man sie belohnen. Dann verstehen die Tiere das. Wenn sie das machen, bekommt es eine Belohnung. Dauert es lange, so ein Tier zu dressieren? Ja, jawohl. So eine Dressur kann bis zu 5 Jahre dauern, bis sowas steht. Aber es gibt auch Dressuren, die nie fertig werden, die über 10, 15 Jahre gehen und die Tiere immer wieder was dazulernen. Ich trainiere gerade eine Pferdenummer, da mache ich die Pferde Pirouetten, laufen zu zweit, gegeneinander Lauf gibt es, es gibt zu dritt laufen, zu sechs laufen, es gibt Steiger, die mit den Vorderfüßen hochgehen und steigen bis raus. Also es ist eine spannende Nummer, die die Leute auch verstehen. Es ist eine sinnvolle Dressur. Die Pferde sind alle frei, komplett frei. Es gibt keine Geschere. Und da sieht man auch, als die Tiere hören und aufs Wort, wenn ich ein Kommando gebe oder rufe, ein einzelnes Tier, also auch kommt zu mir, weil er mir traut, weil er weiß, er ist sicher und er fühlt sich wohl. Nach dem Interview durften die Pferde und Dromedar mit Zuckerstäbchen füttern. Das hat sich aus der Hand richtig lustig und weich angefühlt. Also von dem her. Oh, voll weich. Oh, cool. Nimm das voll weich auf. Ja. Man braucht keine Angst vor denen haben. Glaubst du? Der Zirkusdirektor macht die Ansagen für jede einzelne Vorstellung und sorgt für Stimmung in der Manege. Aber was macht ihr, solange kein Zirkus ist? Also mein Name ist Matthias Bergstedt, ich bin der Programmdirektor vom Ulmer Weihnachtszirkus, stelle das Programm zusammen und bin immer sehr viel auch auf Festivals unterwegs, um neue Darbietungen einzukaufen. Wollten Sie schon immer im Zirkus arbeiten? Ja, das kann man eigentlich so sagen. Ich habe von klein an mit Zirkus zu tun gehabt. Wir haben direkt an einem Festplatz gewohnt, wo der Zirkus immer aufgebaut hat. Und so sind halt Freundschaften entstanden zu Zirkusleuten und anderen Zirkuskindern. Was finden Sie am Zirkus so toll? Zirkus ist ein Platz, wo ganz viele Nationen friedlich und glücklich zusammenleben. Egal welcher Region sie angehören, sind wir eigentlich im Zirkus eine ganz große Familie weltweit. Die Artisten im Zirkus haben einen ganz schön anstrengenden Job. Wo haben Sie das eigentlich alles gelernt und haben Sie auch manchmal Lampenfieber? Ich bin Lukas Lanik und ich bin der Artist aus Tschechischer Republik. Was für Nummern machen Sie denn? Ich mache das Jonglagenummer, Perschnummer und Schleuderblattnummer. Das heißt Schleuderblattnummer, wir machen Saltos. In Perschnummer, wir machen Handstand und andere Sachen und Jonglage, das mit den Keulen. Wie lange arbeiten Sie schon im Zirkus? Also ich habe geboren im Zirkus. Ich bin schon 7. Generation Artistik und Zirkusfamilie. Haben Sie manchmal Angst, wenn Sie neue Sachen ausprobieren? Ja, natürlich. Das erste Vorstellung, wenn es Premiere oder neues Trick, dann haben wir ein bisschen Träume. Nervös und so, das ist natürlich. Am Ende durften wir uns die Vorstellung ansehen. Die hat uns richtig gut gefallen. Dann wollten wir natürlich wissen, wo man so etwas lernen kann. Deshalb haben wir die Zirkusschule Harlekin in Senden besucht. Dort lernen die Kinder alle möglichen verschiedenen Kunststücke. Auch wir durften allerhand ausprobieren. Der Zirkusdirektor ist hier sozusagen Dieter Baumann. Woher kann der das alles? Ach, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich habe irgendwann mal angefangen vor 30 Jahren. Volkshochschulkurs, habe mir dann immer mehr selber dazugelernt. Da was. Und wo ich vor 30 Jahren angefangen habe, gab es eigentlich fast keinen Kinderzirkus. Habe dann Methoden entwickelt, habe Lehrerfortbildung gegeben, deutsche Turnfeste, Schaulehrerverfügung. So hat sich das langsam entwickelt dann. Wir sind ja in einer Zirkusschule, da tun wir ganz verschiedene Sachen lernen. Und zwar Kugellaufen, Diabolo, Ringen, das Tuch, Jonglieren,
mit Keulen hoch ein Rad fahren und mit Tücher jonglieren und Spiele machen. Auf die andere Seite. Okay, alle, die was Grünes anhaben. Oh, jetzt alle Dunkelhaarigen. Machen Sie auch Aufführungen? Ja, immer wieder. Also mit dieser Gruppe hier haben wir jetzt eine ganz große Aufführung gehabt im Reformationstag im Kloster in Blaubeuren als Gaukler. Und so haben wir jedes Jahr ein anderes Thema, machen andere Vorstellungen. Was macht Ihnen so viel Spaß daran? Es ist einfach so vielfältig. Es gibt so viele verschiedene Sachen und was auch für die Kinder schön ist, für jeden gibt es was anderes. Also das Ganze findet hier meistens im Landkreis Neu-Ulm und Ulm, Alb-Donau-Kreis statt. Dann haben wir feste Kurse hier in Senden und in Schäglingen. Und dann gibt es immer wieder Ferienkurse in Blaubeuren, in Senden, in Ulm, über Familienbildungsstätte dann teilweise auch. Ja, und dann auch Mitmachzirkus, wenn man sich mal da engagiert für ein Gemeindefest oder für einen Tag der offenen Tür. So. Und da lege ich meine ganzen Sachen aus und alle Leute können probieren. Für uns waren es tolle und spannende Einblicke in die Welt von Zauberei und Zirkus. Wir hoffen, euch hat unsere Reise auch gefallen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu Etaschen TV!